Willkommen zum DFB-Pokal und damit willkommen zum Spiel zwischen Bochum und dem FC Schalke 04. Heute heißt es ein Duell der Nachbarn. Mal schauen, wie es denn heute laufen wird. In der Liga gab es einen Sieg für die Schalker. Achtelfinale steht an. Wer kommt weiter und wer muss gehen? Der VfL Bochum in der Bundesliga angekommen. Spiel zwar gegen den Abstieg. Es war nicht viel mehr eigentlich zu erwarten. Heute im Blickpunkt Björn Hansen. Die Schalke haben wieder viel rotiert. Wir haben ja noch die Dreifachbelastung mit Champions Cup, DFB-Pokal und der Liga. Die Aufstellung von VfL Bochum. Kaum eine Veränderung gegenüber dem Liga-Alltag. Man spielt mit einem 4-3-3, was weiterhin eher kontrolliert sein soll. Beim FC Schalke 04, wie erwähnt, einige Rotationen, einige Spieler werden geschont wieder. Unter anderem vorne im Sturm Aspas und Rehse. Man sieht hier klar eine B11 der Schalker. Ob das gut geht, mal schauen. So eine B11 gab es ja schon gegen Arsenal und es hat super funktioniert. Darum, los geht's in die Partie. Erste Möglichkeit für die Gäste. Hansen mit der Möglichkeit und Hansen mit dem 1:0 in der dritten Minute. Der ist im Blickpunkt, ja, da er heute beweisen soll, er gehört zur A-Garde dazu und nicht zur B-Garde. Björn Hansen mit dem Tor in der dritten Minute. Passstaffette hat perfekt funktioniert. Und so geht der Ball dann ins Tor und Bochum liegt hinten. In der Liga gab es auch schon eine Niederlage. Jetzt im DFB-Pokal erneut Fragezeichen. Björn Hansen, erster Treffer im Wettbewerb. Aber die Bochumer, die waren auch auf dem Feld und das war die erste Chance für den VfL. Hat's mal versucht, ging aber doch klar daneben. Rehse, Aspas, 2:0. Jago Aspas, der ja da wo bekannt ist bereits, dass er gehen will, der ist halt nicht mehr hier in Deutschland spielen möchte, er will wieder zurück nach Spanien. Und hier macht er das nächste Tor. Man hat ihn damals als Goalgetter eingekauft, das hat am Anfang super funktioniert. Dann hat er lange Zeit Durchstrecken hinter sich gehabt. Jetzt hat er einen Marcus Rashford da vor sich. Jago Aspas, erster Treffer im DFB-Pokal, 22. Minute. Bochum mit der nächsten Möglichkeit hinterher. Und lang. Rehse. Und Alivay auf Aspas. Aspas. Da geht er, versucht vorbeizugehen und das hat der Schiedsrichter gesehen. Das lässt er so nicht durchgehen. Gelb für Behrendt und Elfmeter für Schalke. Und wir gucken uns das jetzt nochmal an. Was hat er hier gepfiffen? Das haben viele Bochumer nicht so ganz verstanden. Das war eigentlich ein ganz normaler, regulärer Zweikampf. Und irgendwie gab es Elfmeter. Elfmeter Hansen. Hansen und Riemann. Der bleibt ganz cool stehen. Kein Problem. Zweite Halbzeit. Bochum mit der ersten Möglichkeit. Eckball erstmal vertan. Hansen. Hansen läuft. Wird hier zwar bedrängt, aber der kommt locker durch. Björn Hansen. Björn Hansen. Und nächster Elfmeter. Und wieder gelb. Da muss man sagen, ja,
aus meiner Sicht nicht gelb, sondern rot, Notbremse. Also das ist eine klare Chancenverheiklung. Wechsel. Correa kommt rein. Und Björn Hansen, der direkt mit dem Kopf schüttelt. Nein, das will er nicht machen. Aspas soll ihn schießen. Aspas mit der Möglichkeit. Iago Aspas. 3-0. 2,5 Meter geht rein. Diesmal Aspas. Und den Doppelpack für den Spanier. Ganz trocken in die andere Ecke geschickt. Und damit führen die Schalker und damit sind sie eine Runde weiter. 3-0. Natürlich ist jetzt dann die große Frage für den Titelverteidiger, gegen wen geht es im Viertelfinale? Jaspers Treffer Nummer 2. Und da ist er wieder, Herr Spanier. Aspas. Aspas. Und knapp daneben. Das wäre fast der Dreierpack gewesen. Aber so unbedrängt darf man ihn eigentlich nicht laufen lassen. Nächste Möglichkeit, Schalke. Hansen. Auf Schöpf. Schöpf mit der Möglichkeit und Schöpf mit dem 4-0. Nach dem 3-0 war schon das Ding durch. Bochum hat sich mehr oder weniger aufgegeben bereits. Und dann macht der Österreicher nochmal sein Tor. Und damit die Führung zum 4-0. Von der Höhe her vielleicht etwas hoch. Aber das Spiel läuft ja noch. Es ist ja noch die Möglichkeit hier zum Ehrentreffer für den VfL. Nächste Möglichkeit, Bochum. Sam, Langer ohne große Probleme. Szene läuft weiter. Und Chipka mit einem katastrophalen Ball, mit einer katastrophalen Ballannahme. Hinterseher. Hinterseher und der eingewechselte Correa. 4-1. Die Bochumer konnten sich zumindest über dieses Tor freuen. Ja, Lücke gelassen. Mandecker hat seine Position verlassen. Und so kein Problem für den Bochumer. Und das ist der Anschluss, der Ehrentreffer. Natürlich der Trainer der Schalker etwas frustriert, wieder ein Gegentor zu fangen zu haben. Und das solch eins. Nachspielzeit, 4 Minuten wurden angezeigt. Hansen. Hansen, Pfosten! Situation noch nicht ganz durch. Hansen kriegt den Ball nicht. Es gibt Einwurf. Eigentlich denken sich die Schalker, ja, die kriegen Einwurf. Denkst du? Kriegen sie nicht. Einwurf Bochum. Was versucht hier noch was? Nicht so ganz geklappt. Nächste Chance Hansen. Der mit einem katastrophalen Pass den gegnerischen Sturm einleitet. Denkst du nicht den gegnerischen Sturm einleitet? Schalke gewinnt hier im Achtelfinale des DFB-Pokals trocken mit 4-1 mit ihrer B11. Man darf das App nicht vergessen. Diese B11 hat aber auch schon Arsenal London mit 6-0 nach Hause geschickt. Man of the Match, Iago Aspas. Elfmeter verwandelt. Und im Spiel ein Tor erzielt. Und damit auf Wiedersehen aus Bochum. Und damit in zu den Ergebnissen. FC Augsburg gewinnt gegen Borussia Dortmund mit 2-1. Wir gewinnen ja gegen Bochum mit 1-4. Hannover gewinnt 3-2 gegen St. Pauli. Gladbach gewinnt, verliert gegen Fortuna Köln mit 1-2.
Der SC Freiburg gewinnt gegen den FC Bayern München mit 2:1. Hamburg verliert 0:3 gegen Wolfsburg. Leipzig verliert 0:1 gegen Hoffenheim. Und Regensburg verliert gegen Berlin. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns zum nächsten Spiel.